Einen guten Morgen, willkommen. Die Aufbauphase beginnt, jetzt ist das neue Jahr. Heute ist schon der zweite, gestern haben wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Heute geht's aber los. Wir starten direkt mit dem Frühstück. Cardio ist schon drin. Wir sind jetzt 10 Minuten ins Gym gelaufen, 20 Minuten Stairs, 10 Minuten zurück, zwischendrin nochmal 20 Minuten gedehnt. Das sollte so die neue Routine sein. Jetzt gibt's Frühstück, das zeigen wir euch auch gleich. Relativ simpel, so wie immer. Toast, Avocado, Eier, Kaffee und dann geht's ab ins Gym. Das ist der Plan für heute. Wir schauen gleich mal, wenn wir im Gym sind, was mein Gewicht so macht. Scheiß Toast hier. Übrigens, der heißt Bimbo Toast. Was ist das nicht? Bimbo ist ein bisschen gesperrt auf YouTube. Oh mein Gott, der heißt Bimbo, der Toast. Das muss ja alles hier ordentlich sein. Okay. Oh, Toast ist fertig. Aber nur der eine. Aber nur der eine, weil nur eine Hälfte des Toastes funktioniert. Lowlife Mexiko, Leute. Geil. Wir ziehen aber bald um, in 2 Tagen, in eine neue Wohnung. Die ist ein bisschen schöner, weniger depressiv. Legen jetzt los. Übrigens, es ist gerade 20% Neujahrs-Sale bei Peak. Könnt ihr unten in der Beschreibung abchecken. Neuer Supplement-Partner, wisst ihr Bescheid. Gab hier einen großen Post dazu. Jetzt 20% plus meinem Code natürlich. Gibt's geiles Zeug. Diese Pfanne ist echt ein Krampf, Alter. Ich gebe mein Bestes, Schatz, ja? Okay, das wird nix. Ich nehme das kaputte Ei, du kriegst das schon. Ein verbrannter Toast, der ist dann für mich und du kriegst den schönen. Komm, du magst das doch, wenn er so ist. Ja, ich mag das, wenn er crunchy ist. Gibt's Salat dazu. Philadelphia, Avocado. Das hat meine Frau übrigens gemacht. Kann ich euch mal voller Stolz präsentieren. Die ist wirklich lecker. Danke. Mit ein bisschen Joghurt drin, ein paar Gewürze. Geil. So, kommen wir mal ein bisschen zur Chemie. Ich habe jetzt aktuell noch keine Supplements von Peak. Die brauchen noch ein paar Wochen. Wir haben auch entschieden, dass es gar keinen Sinn macht, die nach Mexiko zu liefern, weil die erst in 3-4 Wochen ankommen und bis dahin sind wir schon wieder woanders. Das sind jetzt noch die Überreste. Da sind übrigens auch Peak Supplements drin. Die habe ich jetzt die letzten 3 Jahre weiterhin benutzt. Also vor allem Liver Support, Ubiquinol und sowas, was es halt bei anderen Firmen nicht gab. Da ist nicht mal ein bisschen zusätzlich ausgestattet. Da ist jetzt Ubiquinol drin. Wir haben Omega-3. Wir haben Telmisartan. Ein Blutdruckmedikament, also ein PPAR-Hemmer. Metformin lassen wir raus, weil wir jetzt zukünftig mit anderen Chemikalien arbeiten. Deswegen Metformin raus. Multivitamin ist da drin. Natokinase, unheimlich, unheimlich interessant. Googelt das mal. Natokinase ist kein Aspirin, aber funktioniert ähnlich wie Aspirin, ohne dass es den Magen kaputt macht. Und was war da noch drin? Ich glaube, das war alles. Natokinase, Multivitamin, Omega-3, Ubiquinol, Telmisartan und dann ist da noch irgendeine Tablette drin. Ich weiß aber nicht, was das ist. Ah, Vitamin C, natürlich. Das kommt jetzt in den Kopf. Da ist noch Liver drin, Omega-3, Kidney Support. Das hier ist noch Coconova und Verdauungsenzyme. Das ist so der Überrest. Sobald die neuen Supplements da sind, werden wir dann umbauen und umstellen. Aber jetzt muss das erstmal reichen. Ja, das kommt jetzt rein, damit gefrühstückt und dann steht heute Brust an. Brust, vordere Schulter und Trizeps. Ich werde noch ein bisschen was extra zu meinem Training erzählen, wie ich das jetzt gesplittet habe. Ich bin ursprünglich von einem 3er-Split auf jetzt einen 4er-Split, weil ich kriege die Beine nicht recovered, das war die Hölle. Ja, soviel zu dem Thema. Wir gehen noch ein bisschen genauer auf Chemie ein, was ich mir baller und Training und Essen und Supplements. Kriegt ihr alles jetzt direkt 1:1 transparent rein, ich habe versprochen, sehr gut, Toast ist fertig, ich habe versprochen, wir machen das hier transparent und wir labern keinen Blödsinn. Wenn ihr Fragen habt, Kommentarbox gehört euch, kommt jetzt in den Kopf.
So, 50 Gramm Whey. Ah, okay, dann noch Salz. Da ist Salz. So, 10 halbe Dreher. Um es in Nils Worten zu sagen, ey, ich muss euch eine Story erzählen, das ist echter Wahnsinn. Es war kurz vorm Wettkampf und ich bin so ein Deutscher, voll präzise, jedes Gramm Salz abgewogen. Und ich frage ihn so, ja Coach, sag mal, was machen wir jetzt mit dem Salz? Wir waren die ganze Zeit high, also so 10, 15 Gramm. Und dann sagt er, ah ja, wir machen jetzt Medium, nimm ein bisschen weniger. Dann sage ich, okay, machen wir dann 10 Gramm. Und dann sagt er, ja, keine Ahnung, wie viel Gramm. Und dann denke ich mir so, hä, wie meinst du jetzt, ich wusste gar nicht, was er will. Weil ich messe alles in diesen kleinen Päckchen ab. Und dann fragt er so, wie oft drehst du denn an der Salzmühle? Und ich rechne so um, was ungefähr so ein Gramm ist. Und denke ich mir so, ja, so 5-mal groß drehen. Dann schreibe ich so 5-mal. Und dann schreibt er, okay, dann dreh jetzt 3-mal. Das war dann quasi das Salz auf- und entladen. Also er nimmt das, ich würde nicht sagen, nicht so präzise wie ich, aber die Amis arbeiten anders. Genauso wie mit den Gewichten. Er hat immer alles schon cooked weight, also zubereitet geschickt. Und für mich war das total neu, weil du kannst ja Reis auf verschiedene Art und Weise kochen. Mit viel Wasser, mit wenig Wasser. Du kannst das Chicken tot braten oder den Fisch. Oder du kannst ihn schön saftig machen, je nachdem wiegt er anders. Ich war am Anfang total confused, aber hat dann wohl doch geklappt. Das ist Post-Workout. Dazu gibt es noch Kartoffelpüree. Nee, heute gibt es Reiswaffeln Post-Workout. Direkt danach, dann laufen wir nach Hause und dann gibt es dann die nächste Mahlzeit. Pre-Workout fehlt noch und Intro-Workout fehlt noch. Intro-Workout, wie gewohnt, gute 30 Gramm EAAs und dazu gibt es noch ein Intra-Shake. Mikey Boy darf jetzt nämlich Kohlenhydrate trinken beim Training und Elektrolyte. Das wird jetzt alles gemischt und dann geht's schon ab ins Gym. Push, heute ist Push. Liebe ich, mein Lieblingstraining, da sieht man immer geil aus. Dicke Schultern, dicke Titten, dicke Arme. Läuft. So, gehen jetzt los, bis gleich. Okay, Übung Nummer 1. Wir werden heute Cable Flies. Und ich habe mittlerweile versucht, mein Warm-up zu kürzen. Also aufs Wichtigste zu kürzen, was ich brauche. Wenn ich jetzt mein Gewicht hoch und hoch und hoch und hoch bringe, dann habe ich insgesamt 4 oder 5 Sätze, 15 bis 20 Wiederholungen. In Summe sind es dann 100 Reps, bevor mein Training angefangen hat. Also ich verschieße unnötig viel Energie. Das heißt, wir machen 2 Sätze mit 15, 20 und dann kommt mein Warm-up-Satz. Das sind 10 Wiederholungen, sofort danach Gewicht hoch, 8 Wiederholungen, sofort danach 6 Wiederholungen bis aufs höchste Gewicht. Also bei 6 Wiederholungen muss ich ins Failure kommen. Wenn das der Fall ist, ist das mein Arbeitsgewicht für den nächsten Satz. Ich habe jetzt die letzten Wochen schon aufgeschrieben. Mein Arbeitsgewicht war zu Beginn, mal schauen hier, Legs, Cable Flies, maximal 42,5. Mittlerweile bin ich bei 10 Wiederholungen mit 50 Pfund pro Seite. Also wir haben uns schon massiv, massiv gesteigert seit 3-4 Wochen. Heute habe ich mein Warm-up auch mit 50 beendet auf 6 Reps. Das heißt, mit 50 Pfund auf jeder Seite gehen wir jetzt in den Arbeitssatz. Der Arbeitssatz sieht wie folgt aus. Wir machen so viele Wiederholungen, bis wir nicht mehr können. Also bis wir keine Partials mehr schaffen. Das ist ein Arbeitssatz und danach kommt ein All-Out-Set. Das heißt, wir machen so viele Wiederholungen, bis wir nicht mehr können. Dann wird das Gewicht gedroppt. So viel, bis wir nicht mehr können, Gewicht gedroppt, bis wir nicht mehr können. Und dann kommen Partials. Also einmal volle Lotte ins Failure, mit Drop ins Failure und so weiter. Also wir machen den richtig, richtig, richtig am Arsch. Und dann geht es zur ersten oder zur zweiten richtigen Übung. Das ist dann Incline Press, gefolgt von Flat Bench. Dann haben wir Schulterpresse, Seitheben und noch 2 Trizepsübungen. Jetzt gucken wir aber erstmal die Cable Flies, was wir da so hinkriegen. Es ist mental immer so eine kleine Sache, vorher zu wissen, wo man hingehen muss, weil es wird schwer, es wird anstrengend, es wird schmerzhaft, es wird gefährlich, weil wir arbeiten in der vollen Range of Motion, so tief wie möglich, in die Kontraktion so hart wie möglich. Und wenn man viel Gewicht bewegt und wir versuchen, so viel wie möglich an Gewicht zu bewegen, und das in der gedehnten Position ist schon gefährlich. Also man muss vorher ordentlich getrunken haben. Man muss ein gutes Warm-up gemacht haben. Man muss ordentlich warm sein und vom Kopf her auch ready. Das heißt, bevor wir jetzt den Arbeitssatz machen, gehe ich erstmal eine Runde beten, eine Minute, und dann fangen wir an.
Von der Progression her bin ich ungefähr so stark wie letzte Woche. Ein bisschen schwächer. Muss aber auch zugeben, es kam Silvester dazwischen. Gestern haben wir übelst reingeschissen ins Essen. Das war der erste. Alles hatte zu. Wir waren nicht vorbereitet. Wir haben sehr, sehr lange geschlafen. Das ist halt eins der Sachen, die ich euch mit auf den Weg geben kann. Haltet eure Routine ein. Ich weiß, Silvester ist jetzt ein bisschen was Extras. Da bleibt man mal länger wach, man schläft länger. Wir haben nur dreimal gegessen statt fünf oder sechsmal. Also das spiegelt sich dann halt alles in der Performance wieder. Ist jetzt nicht so wild. Wir fangen jetzt erst mit der Aufbauphase an. Dennoch ist es eine Sache oder eine der sehr wichtigen Prioritäten, dass wir einfach Routinen beibehalten. Das heißt, das Essen wird wiederholt und wiederholt. Das Training wird wiederholt und wiederholt. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten mein Training auch nicht verändern. Es ist nicht notwendig, alle paar Wochen sein Training zu verändern, solange man sich verbessert und die Übungen, die man gewählt hat, gut verträgt, gut recovern kann, sich gut fühlt, nicht verletzt und so weiter. Cable Flies war immer eine Übung, die finde ich geil. Sowohl am Anfang, während dem Training oder am Ende, ist absolut nicht relevant. Incline Press, absolut favorisierte Übung, gerade für die oberen Fasern der Brust. Flat, also die Brustpresse, Standard. Und das sind so meine drei Übungen für die Brust. Jetzt machen wir den ersten Arbeitssatz in der Incline. Geführt, also ich wähle mit Absicht keine freien Gewichte, weil es einfach kontrollierter oder die Bewegung ist kontrollierter für den Muskel. Bei Kurzhanteln muss man umwerfen, das kostet alles Energie, das ist potenziell halt riesig für Verletzungen und das kann ich nicht gebrauchen. Im Prinzip hat der Muskel zwei Funktionen. Die erste Funktion ist einfach verkürzen und die zweite Funktion ist einfach zu wissen, wo die Faserrichtung hingeht und welche Fasern man aktiviert. Also die zwei wichtigen Dinge muss man einfach beachten. Und dann ist es eigentlich egal, welche Übungen man benutzt. Hauptsache, man erfüllt diese zwei Dinge. Also Faserrichtung und Kontraktion. Und das haben wir bei allen Übungen gegeben. Wir werden jetzt, weil wir relativ hohes Gewicht bewegen, Einstieghilfen benutzen. Kann ich euch auch empfehlen bei Übungen, wo ihr nicht gut reinkommt. Klemmt ihr euch was dazwischen, dann kommt ihr leicht in die Übung und renkt euch nicht die Schulter aus. Thank you.
Okay, auch hier. Warm-up haben wir jetzt gemacht. 10 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 6 Wiederholungen. Teilweise kann es auch bis zu 4 Wiederholungen runtergehen. Hauptsache, das Gewicht wurde einmal bewegt. Das hat folgenden Grund. Du hast ein Warm-up muskulär, also mechanisch, dass die Muskeln voller Blut sind, die Gelenke, da ist Flüssigkeit drin, es schmiert alles, es läuft alles gut. Und dann hast du den neurologischen Warm-up. Ihr werdet wissen, dass beim ersten Satz sich das Gewicht meistens schwer anfühlt oder so, es nicht rund läuft. Und nach dem ersten, zweiten, dritten Satz merkt man, okay, jetzt bin ich im Flow. Und jetzt habe ich quasi auf die Spitze getrieben, mit diesen drei kleinen Sätzen direkt hintereinander, Gewicht hoch und hoch und hoch. So habe ich erstens einen Pump nach dem Warm-up, das heißt, Blut ist da, meine Gelenke sind durchblutet, Flüssigkeit ist drin. Und drittens, ich habe das schwere Gewicht bereits einmal bewegt, auch wenn es nur 4 Wiederholungen waren. Mein Gehirn, alle neurologischen Leitbahnen, also alle Nervenbahnen wissen, okay, das kommt jetzt. Das haben wir bewegt, wir können es bewegen. Jetzt kann die Scheiße brennen. Und das machen wir jetzt. Das Gewicht, das wir jetzt gewählt haben, sind 30 Kilo pro Seite. Das Ding hier ist so ein Panata-Nachbau. Super geiles Gerät übrigens. Unilateral, also du kannst nicht mit der rechten Hand der linken helfen. Es ist wirklich jeder Arm für sich alleine. Es ist nicht ganz so frei wie Kurzhanteln, aber imitiert Kurzhanteln schon relativ gut. Wir machen jetzt so viele Wiederholungen, bis wir nicht mehr können. Und im Satz danach ist wieder wie gewohnt der Dropset. All out, drop, all out, drop, all out und Ende. Dann war es mit der Brust. Das waren dann 3 Übungen mit hohem Stimulus. Wir trainieren jetzt insgesamt knapp 1 Stunde. Ich habe heute den Trainingspartner dabei, also wir labern viel zwischendrin. Wir haben sehr lange Satzpausen. Also das geht theoretisch in 30 bis 40 Minuten kann man durch sein. Dann kommen noch 2 Übungen in die Schulter, 2 Übungen in den Trizeps dazu. Dann ist man in 1,5 Stunden locker durch. Das ist mein Ziel, 90 Minuten High-Intensity-Training. Und dann sollte das passen und das Ganze so 2-mal die Woche. Wie gesagt, ich habe jetzt 2 Tage Training, ein off, 2 Tage Training, ein off. Das heißt, 2-mal die Woche haut nicht ganz hin. Aber ich denke, wenn wir dann den Stoff erhöhen und ein bisschen mehr Zeug ballern, dann wird meine Regeneration besser sein und dann können wir auch häufiger trainieren. Aber für jetzt funktioniert 2-mal on, 1-mal off sehr, sehr gut. Mit der Schulter an, auch hier selbes Spiel, Warm-up, 10 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 6 Wiederholungen, Gewicht hoch, Gewicht hoch, Gewicht hoch. Das ist unser Arbeitsgewicht. Wir sind heute genau an demselben Punkt wie letzte Woche. Also ich habe angefangen mit 65 Pfund, 95 Pfund, 125 Pfund, bei 6 habe ich versagt. Das heißt, 125 wird mein Arbeitsgewicht für den nächsten Satz sein. Und da muss ich versuchen, 13 Wiederholungen zu knacken. Ich will keine Zukunftserwartung aussprechen, auch nicht drüber nachdenken, wenn ich ehrlich bin, weil alles, worüber ich mir jetzt Gedanken mache, beeinflusst den nächsten Satz. Das Einzige, woran man jetzt denken sollte, ist, dass man die 13 schafft und was passiert, wenn nicht. Was ich jetzt ausspreche, ist ziemlich eklig, ich will niemanden persönlich angreifen, ich will auch nicht, dass man es zu ernst nimmt, aber es ist ein unheimlich intensives Tool, um Reserven mobil zu machen. Stellt euch vor, du bist Vater, dein Sohn liegt gerade unter einem Auto und es liegt an dir, ob dein Sohn jetzt stirbt oder nicht. Entweder hebst du das verdammte Auto hoch, dein Kind überlebt, oder du scheiterst und dein Kind wird sterben. Und das meine ich so hart, wie es klingt. Wenn ich jetzt in den Satz gehe, öffne ich so meine Box der Pandora und da sind so viele hässliche Sachen drin. Und ich stelle mir ganz intensiv vor, was passiert, wenn ich die 13 nicht schaffe. Und das geht bis an den Punkt, wo ich mich lieber verletzen würde, als die Wiederholung nicht zu schaffen. Und da wird es spannend, da wird es gefährlich. Zum Glück habe ich meine Frau dabei, die kann mich ab und zu ein bisschen bremsen. Ich weiß auch in der Regel, wann genug ist. Also wenn ich merke, okay, die Wiederholungen sind einfach nur noch scheiße, das ist nur noch Ego, Gewicht bewegen,
das hat dann keinen Sinn. Aber solange ich dieses Ego nutzen kann, um die Wiederholungen voll zu machen, nutze ich das. Okay. 13 Wiederholungen stehen drauf. Ist jetzt Sauerstoff getankt und dann geht's ans Eingemachte. Sechzehn Reps. Seitheben und letzte Schulterübung. Zweite und letzte. Mache ich ausschließlich eigentlich nur an den Kabeln. Das ist jetzt ein bisschen Wissen umsonst. Wenn man beachtet, dass der Muskel am besten wächst, wenn in gedehnter Position Gewicht draufgeladen ist, machen Kurzhanteln 0,0 Sinn. Gar keinen. Zero. Nada. Niente Sinn. Weil in der gedehnten Position in der Schulter hast du mit der Kurzhantel keine Last. Da unten ist nichts. Da ist tot. Hier hast du maximale Last. Wer in der dritten Klasse Physik ein bisschen aufgepasst hat, weiß, dass es hier am schwersten ist. Und da unten am wenigsten schwersten. Und beim Seil ist es halt einfach, dass du überall konstante Spannung hast. In der Regel. Es sei denn, du hast eine Schwinge drin, dann ist wieder was anderes. Aber machen wir es nicht komplizierter, als es tatsächlich ist. Macht es am Seil, dann habt ihr mehr davon. Wir legen uns jetzt hin, das funktionieren wir um. Eine ursprüngliche Ruderübung machen wir jetzt zum Seitheben. Und auch hier volles Gewicht, drei Sätze, voll ins Failure, so knackig wie geht. Und dann machen wir nur Trizeps und dann gehen wir nach Hause. Wir sind schon viel zu lange hier. Wir sind jetzt schon 1,5 Stunden hier und haben noch drei Übungen. Also weniger sabbeln, mehr trainieren. Habe ich gedacht, ich bin schlau und hole mir einen Gürtel in L. Ein Climbingsgürtel extra nach Mexiko bestellt in L. Jetzt ist der so groß, dass ich ihn umklappen muss. Und selbst jetzt passt er nicht. Ich brauche locker noch M oder S oder so. Ich habe gedacht, dass mein Ranzen ein bisschen fetter wird, das in der Aufbauphase, aber Vorletzte Übung, Dips. Selbes Spiel, 10, 8, 6, Gewicht hoch, zwei Sätze all out mit Dropset. Da machen wir, keine Ahnung, wie die jetzt wirklich heißen, Katana, ne, diese Überkreuz-Trizeps-Extensions. Und dann sind wir schon durch. Dann gibt es Reiswaffeln, Leute. Und zwar nicht nur 3, sondern 8. Unter uns. Das mit diesen Gewichten aufschreiben und Logbook führen, ist gar nicht schlecht, um sich zu orientieren. Ich glaube aber fest daran, wirklich, kein Scheiß jetzt, dass es nicht so viel bringt, wie man vermutet hat. Wenn wir mal über das Training sprechen, an und für sich, also Training ganz simpel erklärt, haben wir eine einzige Aufgabe und das ist Stimulus, also Muskelreiz. Bedeutet, wenn ich jetzt jedes Mal die Nummern knacke, werde ich zwar stärker, aber das hat im Grunde genommen noch gar nichts über die Muskulatur auszusagen. Klar, ich kann jetzt irgendwann 200 Kilo Bankdrücke machen, habe aber vielleicht trotzdem eine Brust wie so ein Hähnchen. Macht es also Sinn, wir sind keine Powerlifter, also es geht nicht um das, was wir aufschreiben tatsächlich. Hier können wir kontrollieren, wie viel Gesamtvolumen wir im Training haben, ja. Das muss aber auch stimmen in Bezug auf Recovery, in Bezug auf unser Essen, in Bezug auf den Stoff, auf alles. Also das ist nur eine Komponente von 10. Ich führe dieses Protokoll, um erstens mein Körpergewicht zu dokumentieren, meine Gewichte zu dokumentieren, die ich bewege, mein Stoff ist da drin, also was ich gerade baller, meine Supplements, alles Mögliche, was wichtig ist, also Kalorien, das steht alles vorne drin. Und nach jedem Setup, wenn ich mein Setup wechsle, das heißt Kalorien erhöhe, Stoff erhöhe, Trainingsvolumen erhöhe, Übungen verändere, schreibe ich sie auf, um zu sehen, wie der Verlauf über Wochen und Monate ist. Ich würde nicht sagen, dass es irgendwie eine große Auswirkung auf Muskelhypertrophie, also Muskelwachstum per se hat. Nochmal, ich werde stärker in jeder Übung. Cool. Ich esse ja auch mehr, logisch. Ich nehme auch mehr Stoff, logisch. Ne, wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Aber wie gesagt, wir sind keine Powerlifter, wir sind Bodybuilder. Eigentlich müssten wir unsere Umfänge täglich messen und wenn die Umfänge besser werden, dann ist es der richtige Weg. Aber weil die Umfänge nicht so schnell adaptieren wie Trainingsgewichte,
macht das halt auch nicht so viel Sinn. Ich habe noch nicht das Perfekte rausgefunden. Ich denke, dieses ganze System, Essen aufschreiben, Stoff aufschreiben, Schlaf aufschreiben, Training aufschreiben, alles drum und dran, alles zusammen macht dann Sinn. Aber auch nur ein bisschen. Übungen für den Trizeps. Du hast hier, wenn wir jetzt mal über die Funktion für Muskel reden, eine Funktion, Strecken vom Arm. Und die Muskelfasern verlaufen halt relativ gerade. Das heißt, wenn das Seil meinem Arm entspricht, ich hier in der vollen Dehnung bin und quasi 180 Grad in die Streckung gehe, habe ich A, die vollste Range of Motion. Ich habe eine übelst starke Kontraktion am Ende. Ich habe Zug, also Spannung in der gedehnten Position. Brutal, also perfekter, geiler geht's eigentlich nicht. Machen wir jetzt noch zwei Sätze und dann ist Post-Workout-Time. Eigentlich müsste ich euch mal zeigen, was ich gerade sehe. Ihr würdet euch behindert lachen. Das ist quasi ein super Satz aus Bankdrücken und Beinheben für den Bauch. Das ist super high intensity, weil er zwei Muskeln auf einmal trainiert. Das ist quasi, wenn ich Kniebeugen und Schulterpresse gleichzeitig mache. Das ist so die nächste Stufe von Bodybuilding. Da bin ich jetzt noch nicht angekommen, aber wenn ich mal groß und stark bin, dann will ich das auch können. Okay, nach dem Training haben wir jetzt 108,5. Wir haben, also mein höchstes Gewicht jemals in meinem Leben waren so 112, glaube ich. Und da wollte ich eigentlich Profi-Bodybuilder werden und nicht Profi-Classic-Physikathlet. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg, noch 4 Kilo bis All-Time-Record. Gut, wir sind jetzt nach dem Training und gegessen und getrunken und Quatsch. Also morgen sollten dann schon so 105 dastehen. Das sind gute Dinge, Leute. Wir werden die 110 Kilo selber knacken. Wir sind jetzt zu Hause. Post-Workout ist seit ungefähr 15 Minuten drin. Jetzt ballern wir sofort eine Mahlzeit hinterher. Ja, aus unserem hochwertigen SC Johnson Ziploc Zip-Beutel. Ja, ist ganz special. Ist quasi made for Mike. Zack, Mikrowellen-Action. 4 Minuten. Oh, 3:30, wir sind heute knackig unterwegs. Meine Frau gekocht, 28 Stunden lang, weil wir genau eine Herdplatte haben. Und zwar die hier. Also Lowlife Mexiko ist wieder am Start, Leute. Bevor es wieder ins luxuriöse Leben nach Dubai geht. Machen wir ein bisschen Lowlife. Genau, hier haben wir noch ein bisschen Pederle. Petersilie, Reis und das Wichtigste, Coconut Amino. Warte, ich sag's euch. Okay, ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, das gibt's in Deutschland nicht. Das ist eine, wie würdest du es beschreiben? Eine weniger salzige Sojasauce mit bisschen süß und wenig Kalorien. Weniger süße Sojasauce. Sehr gut. Weniger salzig. Ah ja, weniger salzig, mehr süß. Ja. Sojasauce. Weil du so cute bist. Na, vielleicht noch cuter mit der nicht salzigen Sojasauce. Ja, heute Abend werden wir unser
Nicht-Lebkuchenhaus fertig essen, glaube ich. Oder morgen. Ich muss euch mal zeigen, wir haben so eine Tradition an Weihnachten. Wir bauen immer ein Lebkuchenhaus. Hier in Mexiko gibt es keine Lebkuchenhäuser, also ist es ein Butterkekshaus geworden. Ein Cookie Coop. Ein was auch immer das ist. Wie das aussieht. Ja, ist ein bisschen vergewaltigter. Ey, du machst das immer in den Joghurt rein, ja? Das hier, da sieht man den Spachtelmeister Sommerfeld. Ist alles schön fleißig verspachtelt. Ja, und das gibt es dann abends in den L-Joghurt, in unserem Diabetes-Joghurt. A.k.a. 350 Gramm Joghurt mit ganz viel anderem Scheiß. Das sollten wir auch langsam mal verändern. Ich habe keinen Bock, jeden Morgen mit so einem Kopf aufzuwachen. Wassereinlagerung und ich habe kein Metformin drin, das heißt, der Zucker knallt schön rein. Das sollten wir nicht machen. Nächste Mahlzeit. Rind, Gemüse, Reis. Wir nehmen jetzt 150 Gramm gekochtes Rind, 150 Gramm Gemüse und 250 Gramm gekochten Reis. Wir haben davon ungefähr 3 Mahlzeiten pro Tag. Also wir haben Frühstück, sind 5 Toasts, 250 Eiklar, 3 ganze Eier. Dann Mahlzeit 2 ist Post-Workout, 8 Reiswaffeln und 50 Gramm Whey. Wir haben dreimal diese Portion, also 200 Gramm Reis, 150 Gramm Fleisch und 150 Gramm Gemüse. Ergo 450 Gramm Fleisch. Gekocht sind ungefähr 600 Gramm Fleisch ungekocht, so für deutsche Verhältnisse. Selbes für den Reis. Wir haben knapp 80 Gramm ungekocht, das Ganze dreimal, also 240 Gramm ungekochten Reis und 450 Gramm Gemüse. Abends gibt es dann noch Joghurt, also Kriegerjoghurt, sind 300 bis 400 Gramm mit einem Scoop veganem Eiweißpulver. Ihr habt richtig gehört, veganes Eiweißpulver. Das macht es einfach ein bisschen cremiger und schmeckt saugeil. Meine Frau hat so Popcorn-Geschmack. Bald kriegen wir das Eiweiß von Peak. Die haben auch ein veganes Eiweiß. Und das mache ich, weil ich einfach ein bisschen Variety, also unterschiedliche Proteine haben will. Außerdem, am Ende des Tages entscheidet die Kalorienbilanz bzw. Proteinbilanz. Wir haben schon relativ viel tierische Proteine drin. Schadet also absolut nicht, auf veganes Eiweiß zurückzugreifen. Vor allem, wie gesagt, Geschmack ist bueno. Es gibt hier übrigens Rich Piana, Bigger by the Day. Ein bisschen Motivation tanken. Sind sehr einfache Videos, aber dennoch legendär. Wenn ihr die nicht kennt, schaut mal rein. Bigger by the Day. Das hier soll übrigens ein ähnliches Format werden. Natürlich bin ich jetzt leider nicht Rich Piana. Ich sehe nicht so krass aus, ich mache nicht so krasse Sachen den ganzen Tag. Bei mir geht es einfach wirklich eher so um Bodybuilding. Also wir machen jetzt die Mahlzeit fertig. 2 weitere fehlen noch. Wir haben jetzt knapp 5 Uhr. Fast 6. Ich denke, wir gehen nochmal eine Runde rausgehen. Ein bisschen Sonne genießen. Morgen, nee, übermorgen ziehen wir um. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Koffer packen und so ein Kram. Und dann sind wir good to go. In der nächsten Episode sprechen wir dann so ein bisschen über den Stack, über den Cycle, den ich jetzt in der Aufbauphase fahre. Das erste Mal kein scheiß TRT, ey. Ihr müsst euch vorstellen, wie langweilig das ist als Profi-Bodybuilder. Ja, es ist gesund. Es ist sinnvoll, es ist smart, es ist einfach klug, das so zu machen. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass wenn man mal richtig Material drin hat, dass es alles viel mehr Spaß macht. So viel zu dem Thema. Das thematisieren wir, wie gesagt, im nächsten Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kommentarbox gehört euch. Ich denke, es gibt später noch ein bisschen was zu erzählen. Aber jetzt mache ich erstmal hier die Mahlzeit fertig. Hier in Mexiko haben wir übrigens, ich weiß nicht wie viele Milliarden verschiedene Zero-Getränke, aber es sind Milliarden. Und man kann hier für ein paar wenige Cents diese Trinkpäckchen kaufen. Was haben wir hier? Mango, die Uva ist Grape. Dann haben wir Horchata, das ist so Reismilch, ziemlich geil. Und noch ein anderes, keine Ahnung, auch ein anderes Zeug. Ich nehme jetzt einfach mal hier Traube. Ich versuche jetzt aktuell so 6 Liter am Tag zu trinken. Das ist
ganz gut, denke ich. Kommt hier ein bisschen Pulver rein. Thema Süßstoff habe ich übrigens mal ein Reel vorbereitet für euch. Wie schädlich das ist und nicht. Was ich zumindest glaube, was schädlich ist und was nicht. Währenddessen hat meine Frau übrigens einen Termin gehabt bei einem Tätowierer. Mal wieder. Aber es geht heute oder dieses Mal nicht um ihr eigenes Tattoo, sondern es geht darum, dass sie mehr besser tätowieren lernt. Sie tätowiert jetzt schon ein Jahr lang. Sie hat mich tätowiert, ganz viele aus dem Team mit dem Badass-Logo. Und jetzt lernt sie, wie man richtig shadet, also die, was heißt das auf Deutsch? Schattierungen macht. Wie man richtig tätowiert. Nicht, dass sie es nicht kann, aber wenn man das von Profis gezeigt bekommt, ist das nochmal eine andere Nummer. Genauso wie, wenn man das richtige Training von einem Profi gezeigt bekommt, dann weiß man in der Regel, was richtiges Training ist. Empfehle ich jedem von euch, wenn ihr Amateur seid, wenn ihr fortgeschritten seid, noch nicht auf der Bühne wart, trainiert mal mit einer Person zusammen, die Erfahrung hat, mehrere Jahre Erfahrung hat, die wirklich weiß, wie man sich in den Dreck treten kann. Dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Musste schon 1000 Mal durch. Jedes Mal dachte ich kann ordentlich trainieren. Dann kam Eric Bernier, mein erster Coach. Der hat mir dann richtig die Arschbacken auseinandergerissen. Währenddem ich alles voll gekotzt habe, hat er mir ganz sympathisch auf die Schulter geklopft und gesagt, Mike, deine Pause ist vorbei. Und dann hat er mich wieder in die Beinpresse geschleppt. Durch die Schule musste ich. Dann Dennis James. Das war auch nochmal eine sehr spannende Erfahrung. Neil Hill. Der hatte ungefähr 12 Tage lang Muskelkater. Und ich musste fliegen von damals mit den Hurricanes von Miami zurück nach Deutschland. Ich glaube, über 2 Flughäfen, über Texas und was nicht alles. Ich bin gestorben. Nichtsdestotrotz, wenn man da einmal richtig durchgelassen wird, dann weiß man, was sich gehört und wie man zu trainieren hat. Meine Frau hat übrigens jetzt schon meinen Kartoffelbrei gemacht. Ihr habt richtig gehört. Sie hat jetzt den letzten Reis gegessen. Und für mich gibt es jetzt eine ordentliche, dicke Ladung Kartoffelbrei. Und zwar aus der Tüte. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Es schmeckt gut. Die Zutatenliste ist nicht allzu lang. Und wenn die nicht allzu lang ist, ist es gut. Wir sind in Mexiko, Schatz. Ja, man weiß nie, was da wirklich drin ist. Die können da auch mit irgendwelchen Säuglingsknochen irgendwas gemacht haben. Also mich würde es nicht wundern. Nichts gegen Mexiko, aber wenn du hier Medikamente kaufen willst, weil du Bluthochdruck hast, dann kann es sein, dass du Fakes kriegst. Mal abgesehen von dem ganzen Fake-Stoff, den es hier gibt, richtige Medikamente werden hier auch gefälscht. Und Nahrungsmittel. Also ist zwar ganz spannend, Mexiko und lustig, aber wenn es dann um ernsthafte Dinge geht, schwierig. Schwierig. Stell dir mal vor, die Zero-Getränke sind gar nicht Zero und die sind der Grund, warum du was aufgequollen bist. Das wäre natürlich auch so eine Sache. Naja, es muss nicht drin sein, was draufsteht. Die haben hier nicht so die Kontrollen wie wir in Deutschland. Deutschland, gut oder schlecht, kann man sich ja selbst irgendwie hinbasteln. Aber was die Lebensmittel- und Medikamentenkontrollen anbetrifft, da sind wir schon gut. Zwar sau langsam und scheiße, aber qualitativ hochwertig. Das müsste Liter nochmal. Warte mal, mein Kaffee ist 1 Liter morgens. Ich habe übrigens 1 Liter Kaffee morgens. 2,2 Liter bevor ich aus dem Haus gehe, 1 Liter Kaffee zum Frühstück sind 3, 2 Liter im Gym, Post-Workout-Shake zähle ich nicht. Okay, dann müsste das jetzt, ach nee, ich habe noch Guanabana getrunken. Wie heißt das? Guanabana. Also das sind jetzt, das ist mein 7. Liter. Nicht schlimm, schadet nicht. Jetzt gibt's, Schatz, wie viel Gramm Kartoffelbrei ist das jetzt? Es sind 60 Gramm Carbs, also irgendwie so um die 90 Gramm Pulver oder 87, ich hab's ausgerechnet. Okay, vielen Dank erstmal. Bitteschön. Aber wie viel Kartoffelbrei das ist, das kann ich euch nicht sagen. Das, viel. Ist mir auch egal. Das Essen läuft rein wie nix, Leute. Ich kann fressen wie eine Maschine. Ich hoffe nur, das hält ein bisschen an. Wenn nicht, dann müssen Peptide rein. Hashtag GHRP2. Also Leute, guten Appetit. Ich mache jetzt hier mal brav das Outro, esse in Ruhe und dann sehen wir uns vielleicht zum nächsten Video, vielleicht aber auch nicht. Je nachdem, ob ihr das feiert oder nicht, werden wir uns weiterhin an die Arbeit machen oder uns die Arbeit sparen. Weil, wenn es nicht interessant ist, machen wir das natürlich nicht. Dann investieren wir unsere Zeit für etwas, was euch mehr interessiert. Also,
Cheers und bis zum nächsten Mal.